Willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind hier im Blitzlicht des Gewitters und gehen nun in den lieblichen Herbst der Dwemer. Stachelgras, geil, brauche ich, will ich, hier, gib. Oh, Truhe. Truhe. Dietrich Gold, brauchen wir nicht. Herbstglocken, lasset die Glocken läuten. Das war dein Stichwort, Lydia. Entschuldigung. War ein schlechter Witz, ich weiß. Yes! 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 Falls ihr nicht wisst, warum ich mich jetzt gerade so über einen rechten Vorderlauf freue, schaut die letzte vorletzte Folge. Herbst. Der Magier sagt, wir müssen Weizen ernten und einlagern. Nur weiß ich nicht, welcher Weizen in welches Lager kommt. Vielleicht sind die Symbole auf den Schildern und den Lagern ein Hinweis. Aber die sehen alle gleich aus. Und mir brummt schon der Schädel. Bei Schors Knochen. Dafür habe ich meine Unterschrift nicht hergegeben. Und wenn ich auf einen Bauernhof arbeiten will, gehe ich nach Rurikstadt zurück. Hoffentlich ist der Schatz die ganze Mühe wert. Schauen wir mal. So. Weizen ernten. Wahrscheinlich bestimmten Weizen, den wir hier erst bekommen. Was? Scheint so. Was bist du denn? Was wackelst du denn hier so rum? Aha. Aha. Oh Gott. Okay. Okay. Oh. Da hinten latscht ein Centurio. Gut, ich muss kurz gucken. Ich weiß nicht, was für ein Weizen du bist. Ich erkenne hier keins der Symbole wieder. Wildes Stachelgras. Ah, okay. Okay, brauche ich zum Ernten etwa... Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... Nee, ich krieg den so, alles klar. Das heißt... Ich habe jetzt ein bisschen sowas gesammelt. Der kommt bei T rein. T, T, T. Hier. Oh, alles klar. 22. Yo. Geht klar. Geht klar. Damit komme ich zurecht. So. Hier ist ein Huhn. Du bist dieser Weizen. Alles klar. Ja. Weiß ich. Und das ist auch gut so. Nochmal gucken. Alles klar. Kann ich auch einfach... den hier habe ich. Wenn ich jetzt noch einen zweiten sammle. Oh, was willst du denn? Mann. Ich will doch nur ein bisschen Weizen. Entschuldigung.
fand das jetzt irgendwie witzig. Ja, Entschuldigung. Mann, geh mir nicht auf den Sack. Danke. Aha. Blau leuchtender Weizen, da. Und da. Gut. Wir versuchen's. Das möchte ich jetzt gerade mal rausfinden. Legt der immer den richtigen in den richtigen? Okay. Ja, cool gemacht. Definitiv cool gemacht. Aber mach es beim nächsten Mal nicht so einfach. Also sorry, aber das ist jetzt gerade wirklich einfach zu simpel. Symbole dran und dann müssen die Leute halt selbst zusehen. Das wäre, finde ich persönlich, die bessere Alternative. Ich finde cool, dass es so gelöst ist, aber falls einer von euch jemals eine Mod oder so macht, wenn ihr sowas habt, so eine Quest, lasst die Leute ruhig selber suchen. Sich das merken, das finde ich, macht bei manchen Spielen sogar mehr Spaß, als wie wenn es einfach vorgegeben wird. Ey, Centu! Centi! Centi! Lass uns singen und tanzen! Unser Leben ist so kurz! Lass uns singen und tanzen! Nee, du nee. Oh! Ups. Komm, ich nehme den Stufenaufstieg. Hier, Ausdauer. Lass uns singen und tanzen. So, kränklich grüner Weizen. Kränklich grüner Weizen. Zack, zack, zack. Okay. Hey. Ich habe keine Ahnung, was mich angegriffen hat. Das ist mir auch absolut egal. Da ist ja noch einer. Hört mir hier überhaupt irgendwer zu? Oh ja. Oh ja. Das wird ja immer besser hier. Hä? War hier noch? Ach, da. Orange verkrusteter Weizen. Ih, er klingt irgendwie ekelig. Aber der kommt da rein. Okay. Habe ich gleich eh wieder vergessen. Ich schwör's euch, habe ich gleich vergessen. Seltsam gefärbter Weizen. Kommt da rein. Alles klar. Da gehen wir gleich gucken. Gehen wir alles gleich absuchen. Wir hauen hier nicht eher ab, bis wir... alles abgesucht haben. Krasser Scheiß. Zack. 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 Okay, die Tür ist aufgegangen. Wie gesagt, sehr cool gelöst. Das mit den Rätseln finde ich echt gut. Allerdings sollte man da die Leute wirklich selber rätseln lassen und nicht einfach sagen, wenn sie hingehen, wird das Richtige ins richtige Fach gelegt. Lass sie gucken. Wenn sie sich das nicht gemerkt haben, haben sie selber Schuld. Laufen sie den Weg nochmal. Finde ich ein schöneres Gimmick. Fände ich wirklich schöner. Aber das ist nur meine Meinung. Wie ist eure dazu?
Also das interessiert mich durchaus. Wie ist eure Meinung dazu? Wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, jo, ist cool oder nee, ist absolut uncool? Oho, die nächste Maske. Zwergengesicht des Herbstes. Lydia macht das hier schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich mich nicht ganz irre, fehlt uns auch nur noch zwei Sachen. Zur Not laufe ich gleich hier alles nochmal ab und finde das. Das kann ich euch versprechen. Das werde ich definitiv finden. Lydia, jetzt macht ihr mein Ende, verdammte Axt. Zwergenbolzen. Jo, jo, jo. Den Smaragd lassen wir hier. Den brauchen wir nicht. So, es sieht nicht so aus, als ob es hier noch was von Interesse gäbe. Ich frage mich nur, warum gibt es die Teile von dem Pferd hier drin, wenn der Rest des Pferdes doch draußen liegt? Ich meine, es ist cool, es verleitet dich dadurch, auf jeden Fall hier reinzugehen. Ich habe mir nämlich irgendwie schon gedacht, dass wir es nicht außerhalb finden, sondern dass wir wirklich hier rein müssen. Gehen wir gleich lang. Was haben wir hier? Wahrscheinlich eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Genau. Schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Es wird mich nämlich nicht mal wundern. Ich will nicht das wilde Gras. Hier ist nix. Na, oh, da ist schon wieder so eine Zwergensphäre. Aber die lasse ich mal links liegen. Hier ist noch ein Pfad. Aber auch hier liegt nichts von dem Pferd. Das Schöne ist es... Da. Linker Pferdevorderlauf. Geil. Das heißt, es fehlt wahrlich nur noch der Kopf. Wäre gemein, wäre sehr gemein, darauf wird wahrscheinlich keiner kommen. Ich gucke trotzdem hier im Wasser. Denn die Möglichkeit, dass der Kopf im Wasser versteckt wurde, weil er fallen gelassen, verloren gegangen ist oder was auch immer, ist leider doch recht hoch. Oder, wie ich gerade befürchten muss, in irgendeiner Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Die Teile des Pferdes werden einem auch erst angezeigt, wenn man in der Nähe ist. Also ich kann jetzt nicht Karte aufmachen und sehe sofort, ey, guck mal, da ist das nächste Teil. Sondern ich muss wirklich in der Nähe sein. Und das sogar relativ nah dran. Mhm.
Aber ich möchte fast behaupten, dass wir eigentlich von hier alles haben. Denn ich sehe es nicht. Vielleicht hat er auch so ein Karnickel den Kopf gefressen. Möglich ist auch das, möglich wäre auch das. Gibt zwar ein bisschen Magenverstimmung, aber hey, das sind Kaninchen. Man kann sich nie sicher sein. So, ich habe hier zwei Vorderläufe, zwei Teile gefunden. Vielleicht finde ich hier sogar noch den dritten und letzten. Oh Gott. Oh Gott. Nee, hier sind wir ja eben durchgelatscht. Da oben bezweifle ich. Wir gehen trotzdem gucken. Nee. Da oben drauf wäre sehr gemein und eigentlich von der Entfernung unerreichbar. Passt also nicht. Das heißt, entweder ist der Pferdekopf, der uns noch fehlt, hier drinne, wo es weitergeht. Oh, da. Da ist er. Und jetzt. Und jetzt haben wir ein neues Pferd. Ich habe ein. Okay, wir müssen das jetzt einmal kurz klar machen. Wir haben das Standardpferd. Wir haben Schattenmähne. Wir haben ein Einhorn. Wir besitzen ein dädrisches Pferd, was wir beschwören können. Ach Gott. Wir haben das Einhorn. Wir haben noch die Möglichkeit, auf ein weiteres Pferd, das wir beschwören können. Elberons Lehrling hat nichts Interessantes. Alles klar. Wir haben die Chance. Auf Drachen zu reiten. Was bist du denn für eine Riesenspinne? Ich folge dir jetzt. Wardenkant Himmelstötergalerie. Ich bin gespannt. Genau, wir haben die Chance, auf Drachen zu reiten, ein weiteres Pferd zu bekommen. Wir haben, glaube ich, noch 5 Pferde, die wir noch holen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 weitere Pferde. Und wir besitzen jetzt ein Zwergenpferd. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Naja, Lüdi, es ist ganz einfach. Nimm deine Waffe, mache klopp klopp und alles ist tutti. Wenn du das nicht kannst, muss ich mir wen anders suchen. Tut mir ja leid. Komm her hier. Oh Gott, der steckt aber gut was ein. Hallo, bleib mal hier. Ey, bleib stehen. Aber austeilen tut er fast gar nicht, das ist ja unglaublich.
Der macht so gut wie gar keinen Schaden. Gold, Malachit, Bewahrer der Jahreszeiten. Steigert die Feuerresistenz um 10%, steigert die Frostresistenz, Blitzresistenz und Giftresistenz um 10%. Ja. Wechsel der Jahreszeiten. Sind wir... Oh, alles klar. Wir sind jetzt raus. Ja. Finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Das erste, was ich jetzt mache, Wechsel der Jahreszeiten lesen. Das war ein Zauber. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ich hab ein Dwemer-Pferd. Ein Dwert. Gott, bist du hübsch. Und es dreht sich. Mein Herz als Industriemechaniker schlägt höher. Als Schlosser, wer es nicht weiß. Das ist wahre Kunst. Das ist wahre Handwerkskunst. Gott, ist das fantastisch. Oh Gott, ist das schön. Oh Gott, ist das toll. Oh, heiliger Bimbam, ist das schön. Oh, schaut mal. Da drüben ist unser Heim. So, haben wir... Nein! Wir gehen da noch mal rein. Die holen wir uns jetzt noch. Mist. Mist, Mist, Mist. Wieso habe ich die übersehen? Wo habe ich die übersehen? Und warum? Wie doof bin ich denn? Nö, wir gehen nochmal. Wir gehen definitiv nochmal. So, kommen wir von hier da eigentlich schneller hin? Muss ich mal kurz gucken. Im Übrigen. Mein Handy hat ja eben so wild vibriert, ne? Der gute und liebe Freakadine, dessen Logo ich jetzt hoffentlich einblende, wenn ich es nicht vergessen habe, scheint jetzt häufiger auch mal für sich zu streamen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dem mal vorbeischaut auf Twitch. In der Videobeschreibung findet ihr nachher einen Link zu seinem Kanal. Schaut da gern vorbei, lasst Liebe da. Und bestellt mal ganz liebe Grüße von mir, wenn ihr von mir dahin gekommen seid. Wenn ihr ihn schon vorher kanntet, bestellt trotzdem liebe Grüße. Um ehrlich zu sein, ist er nämlich einer derjenigen, der mich ins Streaming und Let's Play Business gebracht hat. Das heißt, er hat mich da reingebracht. Es war einfach
Er hat irgendwann mal damit angefangen und ich habe gesagt, jo, würde ich eigentlich auch ganz gern. So, dann hatte sich das Ganze aber irgendwann wieder verflüchtigt, weil keine Zeit, kein Geld. Und ich war immer der Meinung, man müsste irgendwie alles erst zusammen haben, was audiotechnisch machbar ist. Und habe mich daher immer ein bisschen gesträubt, weil auch mein Rechner einfach nicht gut genug dafür war. Und dann kam er irgendwann an und sagte, du, ich habe hier noch ein Mikro rumliegen, das ich nicht brauche. Ich schick dir das mal. Beziehungsweise wir haben uns dann nach keine Ahnung wie vielen Jahren haben wir uns mal wieder drunter und drüber unterhalten und sind dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen, oh, komm, wir testen das mal. So, dann habe ich damit angefangen. Er hatte ganz normal seine Let's Plays weitergemacht oder wieder öfter damit angefangen. Und so sind wir dann irgendwann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, komm, wir streamen jetzt mal zusammen. PUBG, Borderlands und hast du nicht gesehen. Ne? Alles so eigentlich, hey, eigentlich alles fantastische Spiele. Okay. Ja. So kam das. Wie gesagt, mein erstes Mikro kam von ihm. Von ihm, nicht von ihm. Ich immer und mein M oder mein So. Oder mein Ja. Also es kam von ihm. War ein Anua-Mic. Jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber wenn ich eins gelernt habe in der Zeit, als ich angefangen habe, ist es, man braucht nicht das beste und teuerste Equipment gleich zu Anfang an. Man braucht nur den Willen und den Mut, endlich anzufangen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, den habe ich. Den habe ich gehabt. Hab's dann auch irgendwann umgesetzt mit diesem Anua Mic. Und ich bereue nicht eine Sekunde. Ich habe tolle neue Leute dadurch kennengelernt. Ich habe viel über mich selbst gelernt dadurch. Ich glaube, oder besser gesagt, man hat es mir sogar gesagt, dass so ein bisschen habe ich mich sogar stimmlich verbessert. Okay. Wo zum Geier ist diese letzte Maske? Die müsste doch hier sein. Die müsste... Okay, mal ganz kurz was ausprobieren. Zerstörung. Nicht. Nee. Okay. Die hilft mir bei nichts. Wo ist der restliche Dwemer-Krempel? Hä? Sind hier unter Sonstiges? Ernsthaft?
Okay, ich bin gerade dezent verwirrt. Wo sind... Dagodul, Mirak, Qual. Hallo? Hallo? Oh Gott. Ich trage so viel Müll mit mir rum, ne? Hä? Okay, ich bin dezent verwirrt. Die Maske ist nicht hier. Aber warum nicht? Aber warum nicht? Ätherische Gestalt. Hat die vielleicht der Lehrling oder einer von den Idioten hier draußen? Das muss ich jetzt nochmal kontrollieren. Ich glaube es nicht. Nein. 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 Auch du nicht. Auch du nicht. Okay, ich werde sie finden. Ich finde sie definitiv, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Tschüsselü, ciao, ciao.